Ja, welches Signal geht von einer solchen Flyer-Aktion aus? Darüber sprechen wir mit dem Medienpsychologen Professor Stefan Winter von der Universität Koblenz-Landau. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Winter. Ja, wie muss ich damit umgehen, wenn ich jetzt vielleicht so einen Flyer bei mir im Briefkasten habe? Wie erkenne ich, dass es tatsächlich sich um Propaganda handelt? Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach als Laie, wenn man sich mit den Themen nicht so gut auskennt. Das heißt, man sollte erstmal prüfen, von wem stammt denn diese Information. Und dann wäre der zweite Schritt zu schauen, kann man dieser Person denn tatsächlich auch vertrauen? In dem Fall ist es ja auch mal ein Arzt gewesen, der dahinter steckt. Da würde man erstmal denken, okay, das ist relativ vertrauenswürdig. Dann müsste man aber noch prüfen, ist es denn tatsächlich auch ein Experte in dem Bereich? Und man sollte die Information auf Plausibilität prüfen. Also steht in anderen seriösen Quellen vielleicht ganz was anderes. Und dann sollte man natürlich skeptisch werden. Wie erfolgreich kann denn tatsächlich so eine Zettelaktion in Zeiten von digitalen Medien, von Facebook, Instagram und Co. sein? Ja, normalerweise würde man sagen, also Fake News wäre quasi die aktuelle Variante und die natürlich weitere Kreise ziehen kann. Bei solchen Flyer-Aktionen ist im Prinzip die Vorgängervariante oder ist so die frühere Propaganda-Version, die ist vielleicht eher im lokalen Bereich erfolgreich und vielleicht bei spezifischen Zielgruppen, also bei Personen, die nicht im Netz unterwegs sind, ältere Zielgruppen kann man mit so einem Flyer vielleicht noch besser erreichen. Jetzt ist dieser besagte Arzt aus Sinsheim ja nicht der Einzige, der Fake News verbreitet. Da tümmeln sich ja einige derzeit in den Medien. Wie kann ich das erkennen, dass das tatsächlich Fake News ist? Ja, also da ist zum einen Medienkompetenz gefordert, also ein Quellenverständnis. Man sollte eine gewisse Vorstellung davon haben, welche Quellen sind journalistisch, welche sind vielleicht mit Hintergedanken in die Welt gesetzt. Und man sollte als User skeptisch sein, auch wenn einem Freunde beispielsweise was weiterleiten, wäre man ja normalerweise eher geneigt, das vielleicht zu glauben. Aber auch da sollte man eher mal die Ursprungsquelle sich ansehen und eben das gegenchecken in anderen journalistischen Quellen und eben nicht sofort nur etwas glauben, weil es irgendwie in einer persönlich bekannten WhatsApp-Gruppe mir geteilt wurde oder von irgendwelchen Bekannten erzählt wurde. Herr Winter, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen.